Ja, guten Morgen, Leute. So kann's gehen. Gefangen im Zelt. Draußen ist es am Regnen. Jetzt mal gerade ein bisschen weniger. Man hört es vielleicht an der Zeltwand. Gewitter, Blitz, Donner. Ja, an Zusammenpacken ist nicht zu denken. Jetzt müssen wir mal gucken und abwarten. Und hoffen, dass es gleich aufhört zu regnen, dass wir dann zusammenpacken können im Nassen. Aber sowas muss man halt auch mal auf Natur erlebt haben. Ja, wir haben jetzt hier die Regenpause genutzt und haben hier im Camping Landsberg am Lech zusammengepackt und machen uns jetzt allerdings auf der Via Claudia Richtung Donauwörth. Jetzt sind wir hier unten in Landsberg und fahren auf der Via Claudia Richtung Donauwörth. Das sind allerdings jetzt 83 Kilometer. Da lassen wir uns heute schön zeigen. Ich hoffe, wir werden nicht allzu sehr geduscht. Die Nacht, die hat gereicht. Ja, wir sind da recht spontan. Wir fahren auf der Via Claudia, weil das, finde ich, ist jetzt die schönere Strecke hier unten entlang am Lech. Und ja, von daher stoßen wir in Donauwörth dann erst wieder auf die romantische Straße. Also es gibt ein Mischmasch aus Via Claudia und romantischer Straße. Hat doch auch was. Ja, wir fahren jetzt direkt am Lech entlang auf der romantischen Straße. Also wir sind noch auf der romantischen Straße. Die Via Claudia, die verläuft ein bisschen oberhalb hier vom Lech. So meine ich das aus der Erinnerung zu wissen. Aber wie gesagt, solange das hier so angenehm rollt, nehmen wir den Radweg, der uns gerade zur Verfügung steht. Also weiter auf der romantischen Straße. Ja. Hier am Lechstausee, da sind wir jetzt am Überlegen, ob wir gerade drüber fahren und dann auf der Via Claudia weiter oder auf der rechten Seite vom Lech entlang Richtung Augsburg auf der romantischen Straße. Aber ich würde sagen, jetzt trinken wir erst was, essen eine Beefy und entscheiden das dann währenddessen. Das ist dann auch mal die Realität. Im strömenden Regen ein kurzer Snack, was trinken und dann zusehen, dass man irgendwie durch diesen Dauerregen ans Ziel kommt. Boah, also ganz ehrlich, Radtour, alles gut und schön, aber beim Regen oder im Regen, das ist so ein Scheiß. Ja, wir sind jetzt vor Augsburg. Ich würde sagen so 20 Kilometer, oder? Ja, so 20 Kilometer vor Augsburg und hier läuft es jetzt deutlich besser mit der Beschilderung der romantischen Straße. Das kann aber auch daran liegen, dass ich mein Handy ausgeschaltet habe, weil der Akku leer ist und der Bikeline mir jetzt wieder zur Verfügung steht. Also ich kann jetzt mal auf die Karte gucken. Und vielleicht klappt es deshalb besser mit dem Navigieren. Was ja anfangs für uns doch ein bisschen schwierig war, weil wir keine Karte hatten und nur der Beschilderung folgen konnten. Und ihr wisst das ja selbst, man übersieht eins oder oder es ist einfach keins da, dann ist das immer ein bisschen blöd.
Ja, Leute, hier hinter mir, ihr seht's, da liegt ein Baum auf dem Weg, 14 Kilometer vom Hochablass in Augsburg. Ich würde sagen, Tourabbruch. Ich rufe jetzt meine Frau an, wir lassen uns abholen, kein Bock mehr. Nee, Quatsch, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir da drumherum kommen. Da seht ihr, hinter mir ist der Fluss. Und ich denke mal, wir müssen da durchs Gebüsch. Toll. Ist das eine Scheiße. Hier ist alles voller Brennessel und Wurzeln. So eine Kacke. Und es schüttet. Weltklasse. Kommt alles zusammen. Und wir haben Hunger. Genau. Und jetzt geht's richtig los mit dem Regen. Also jetzt bin ich mal so richtig angepisst. Da in dem Dickicht, da ging es keinen Meter mehr weiter. Jetzt müssen wir zurückfahren und gucken, dass wir hier eine Umfahrung finden. Was eine Scheiße, ey. Ganz ehrlich. Wie ihr hinter mir sehen könnt, sind wir durch unseren Umweg, den wir jetzt durch diesen umgefallenen Baum fahren mussten, wieder auf der Via Claudia Augusta unterwegs. Ja, war nicht geplant. Jetzt, wie der Zufall will, geht's hier weiter. Allerdings nicht in diese Richtung, sondern in entgegengesetzter Richtung. Ein kurzer Moment Sonne, das muss ich hier vor Augsburg festhalten. Ah, herrlich. Aber es ist wunderschön hier. Man fährt hier durch so einen Naturpark vor Augsburg. Wirklich klasse. Ja, ich hoffe nicht, dass der Baum das kleinste Problem heute war. Jetzt haben wir auch noch eine Schafsherde vor uns. Die lassen wir jetzt passieren und dann fahren wir weiter. Ja, aber wie man sieht, das sind alles ganz freundliche Gesellen. Machen einen schönen Bogen um uns, wirklich sehr, sehr nett und freundlich. Gut, meckern ein bisschen viel, aber das mache ich ja auch. Ist man ja von mir gewohnt. Wunderschön hier am Lech. Und da es jetzt trocken ist, kann man es auch noch genießen. Ja, Leute, jetzt sind wir hier am Hochablass in Augsburg und jetzt wird es so Zeit, dass wir was zu essen finden. Oder besser gesagt, zu essen kriegen. Ich habe so einen Hunger, unglaublich. Nichts gegessen seit heute Morgen, bis auf die Beefy. Noch nicht mal einen Kaffee gehabt. Wird Zeit. Ja, Leute, hier am City Döner in Augsburg, da gönnen wir uns jetzt was zu essen und was zu trinken. Und dann geht's weiter. Nach dem Pizza City Döner haben wir uns direkt das nächste Fleckchen hier vor Augsburg gesucht. Also, ja, vor Augsburg. Wir sind jetzt auf der Via Claudia unterwegs. Haben gesagt, wir fahren hier am Lech entlang. Das gefällt uns jetzt aktuell besser. Und jetzt machen wir hier noch ein Päuschen. Nutzen den Sonnenschein, der aktuell herrscht, um unsere Handtücher zu trocknen. Die liegen da oben auf den Fahrrädern. Und in der Zeit trinken wir ein Bierchen. Einfach nur herrlich. Und bei Sonnenschein im Trockenen kann man das Ganze auch noch genießen. Ich glaube, ich wiederhole mich, aber es stimmt halt einfach, gell? Wir sind jetzt 35 Kilometer vor Donauwörth und wir wollen mal gucken, ob wir es heute noch dahin schaffen, um dann in Egelstetten auf den Campingplatz zu kommen. Ja, so ist mal der grobe Plan. Wie es dann letztendlich wird, sehen wir am Ende vom Tag. Ich
Ich habe zwar Hunger, aber das war ich nicht. Da hat der Biber ganze Arbeit geleistet. Was die Viecher drauf haben, Wahnsinn. Und der Baum steht. Ja, 16 Kilometer vor Egelstetten, vor dem Campingplatz, machen wir hier jetzt nochmal Rast an dem schönen Badesee. Ja, wir haben jetzt 84 Kilometer gefahren. Wenn wir dann am Campingplatz sind, dann haben wir die 100 voll und das reicht dann für heute. Wir sind heute ja deutlich früher losgekommen und konnten uns deshalb ein bisschen Zeit lassen. Ja, unterwegs mal öfters Rast machen, sich was anschauen. So gefällt mir das. So soll es sein auf einer Radtour. Hochschieben hier an der Seite ist nicht. Dafür ist der Esel zu schwer. Meine Güte, ist das anstrengend. Es bleibt einem nichts erspart. Ja Leute, wir sind jetzt angekommen hier in Egelstetten auf dem Campingplatz und Zelt, wie ihr seht, schon aufgebaut, ist alles noch klamm und nass von heute Morgen. Und ja, der Chris, der ist jetzt gerade Pizza holen oder guckt mal, ob er eine Pizza bekommt. Und an der Stelle verabschiede ich mich jetzt bei euch. Aber nicht, um vorher anzustoßen. Prost!